Willkommen, liebe MOBA-Freunde und jene, welche es noch werden wollen, zu einer weiteren Ausgabe von Aus Alt mach Digital. Und das wäre dann die Reihe 5, nachdem ich im Video 7 die V36, im Video 6 und 25 die Rekowagen, im Video 28 die Baureihe 92 präsentiert habe, zeige ich hier heute im Video 38 den Umbau der Baureihe 211 von den Berliner TT-Bahnen. Ja, zugegeben, es gibt sicherlich schönere Loks mit mehr Details dran, wie Geländer, Griffstangen und so weiter und so fort. Aber ich habe diese Lokomotive von einem Freund erhalten und befand sich so lange immer so ein kleines bisschen auf dem Abstellgleis. Und ich habe mir ganz einfach gedacht, weil es ja diese Lok nicht im 1 zu 120 Maßstab mehr gibt, beziehungsweise Spur TT, schaust du mal, ob du aus dieser Lokomotive noch etwas Brauchbares machen kannst. Und was ich geschafft habe, das seht selbst. Zum Anfang also die übliche Prozedur, Lok öffnen, indem das Gehäuse nach innen gespreizt wird. Dann sehen wir wieder einen sehr, sehr stark riechenden, alten, aus DDR-Zeit stammenden Motor. Soffitten bzw. Stecklämpchen waren es ja damals gewesen. Ein Störkondensator ist dieser rote Form. Dann haben wir Drosseln, die sind im unteren Bereich und so weiter und so fort. Also zuallererst Motor raus, bekanntermaßen unten, wo der Schraubenzieher hinzeigt, den Stift entfernt, die Lampenkonstruktion angehoben, die beiden Drahteinspeisungen, Schiene links und Schiene rechts, jeweils abgelötet. Und danach ließ sich der gesamte Motor einschließlich Antriebsritze und Störkondensator und Lämpchen problemlos aus dem Fahrwerk herausnehmen. Danach die Radsätze entfernt. Das geht ganz einfach. Zwei Schlitzschrauben sind dort dran. Danach kann man alles separat entnehmen. Gut merken, wie was angeordnet ist, die Kupferplättchen und die Stromabnehmer dann im Nachhinein auch gleich gereinigt von eventuellen Schmutzpartikeln, die auf jeden Fall bei der Lok hier vorlagen. Danach habe ich dann die Entstördrosseln, zeigt hier ein kleiner Zahnstocher hoch, beide entfernt, die brauchen wir ja nicht mehr, also ab damit. Und das Schneckengestänge ausgewaschen und komplett neu eingefettet. Um die Stromzuführung von den Schienen nach oben erstmal zu ermöglichen, habe ich, da ja vorher Drosseln drin waren, hier erstmal kleine Drahtbrücken eingesetzt, damit ich eben oben auch am Motor Versorgungsspannung hatte. Zum Einsatz kam ein Glockenankermotor, ein sogenannter Umbausatz, war direkt für die Baureihe 211 ausgewiesen, allerdings unten mit einer Halterung, ich vermute mal stark aus einem Resin 3D-Drucker. Und damit habe ich dann erst einmal die Laufeigenschaften überprüft und konnte sagen, ja, war zufriedenstellend. Gänzlich bekommt man natürlich die Laufeigenschaften und oder beziehungsweise die Geräusche nicht weg aufgrund der Schneckenwelle von unten. Aber okay, konnte man vernachlässigen, es war minimal vom Geräuschpegel her. Wie schon erwähnt, eine Halterung aus dem 3D-Drucker, der Motor war aufgeklebt. Da der alte Motor ein extremes Gewicht hatte und ich das etwas kompensieren wollte, habe ich mir gedacht, ich nehme die
Halterung unten weg und stelle in irgendeiner Form eine neue Halterung her und das aus Blei, um das Gesamtgewicht wieder etwas zu kompensieren. Um den Ballast oder besser gesagt das Eigengewicht noch etwas zu erhöhen. Ich hatte es vorher die Lokomotive ausgewogen gehabt mit einer Haushaltswaage, lag so ungefähr bei 115-120 Gramm. Habe ich mich dann entschlossen, kleine Zusatzgewichte ebenfalls noch aus Blei zu gießen, habe mir dazu eine kleine Form aus Gips hergestellt und dort dann flüssiges Blei integriert, sodass ich dann im Nachhinein noch weitere kleine Gewichtsteile hatte, die ich dann seitlich am Motor noch verkleben konnte. Ja, Gewichte spielt eine ganz große Rolle bei dieser Lok. Und zwar gibt es ein größeres Gewicht, das wäre dann in Fahrtrichtung, und ein kleines Gewicht entgegengesetzt. Hier in dem Bild habe ich noch einen 15x11 Lautsprecher drin. Das war zur damaligen Zeit aus einer Probephase heraus. Das hatte sich dann leider erledigt, weil es hat nicht funktioniert. Vom Platz her gesehen, ich hatte mit dem Gehäuse Oberteil derart Probleme. Also ignoriert das bitte mit dem Lautsprecher. Ansonsten vom Gewicht her gesehen, schauen wir mal auf das nächste Bild. Ich habe die Gewichte dann etwas abgeändert, und zwar hier, wo die roten Pfeile hin zeigen, habe ich die Stücken etwas minimiert, damit ich Platz hatte, um weitere Einbaudetails vornehmen zu können. Denn die Lok hatte ja, wie wir anfangs gesehen haben, Stecklämpchen drin gehabt. Diese mussten kompensiert werden und ich wollte bei dieser Lok einen Umbau auf LED vornehmen. Bei Spitzenlicht natürlich mit drei LEDs und beim Schlusslicht mit zwei LEDs in der Farbe Rot. Die drei in Weiß, die zwei in Rot. So wie hier auf dem Schaltbild zu sehen. Oben die D3 ist die ganz obere Spitzenlicht-LED. Die D1 und D2 nehmen wir jetzt mal an, hatte ich hier auch beschriftet gehabt. Das waren dann die beiden roten und die beiden darüber liegenden, das sind dann nochmal die beiden weißen, jeweils für rechts und links. Als Vorwiderstände habe ich jeweils 1 Kiloohm Widerstände ausgewählt, alles in SMD-Technik, habe dann die Leiterplatten wieder entworfen, hier sehr schön zu sehen, habe diese dann bestückt mit SMD-Bauelementen und eine Funktionsprobe durchgeführt, einmal für die weiße Beleuchtung und einmal für die rote Beleuchtung. So, ihr seht allerdings, unten ist sozusagen bei Weiß und bei Rot eine Duo-LED drin, das heißt, sie leuchtet in der Farbe Weiß oder in der Farbe Rot. Entsprechende Drähte in den Farben angelötet, Blau für Plus, Gelb für Rot Minus und Weiß für Weiß Minus. Die Leiterplatten mit sehr dickem doppelseitigem Klebeband versehen, damit ich diese ankleben konnte, anheften, weil vorne so ein kleines bisschen die Trittbretter aus Metall sind und damit dies keinen Kurzschluss auf den Leiterzügen verursachen kann, hatte ich einen gewissen Abstand wählen wollen, deshalb also auch hier der Einsatz von dickem Klebeband. Dann kommen wir mal zum Decoder. Lange Zeit überlegt, aber aufgrund des angebotenen Soundmodells
Materials. Bei der Firma Zimo habe ich mich dann für einen Zimo Decoder wieder entschlossen, habe den MS 500R verwendet, eine sogenannte 16-Bit-Sound-Version oder ein Soundprojekt kann dort hochgespielt werden, ist auch schon integriert und man kann zwischen diversen Baureihen auswählen und so habe ich das Soundprojekt für die Baureihe 211 aktiviert. Aber das nur so nebenbei. Der Decoder hat die Abmessung 14 mal 10 mal 2,6 mm bei 0,7 Ampere Motor Gesamtstrom und 1,5 Ampere Spitze, eine Audioleistung von 1 Watt, vier Funktionsausgänge. Ich habe dann als Einbauort den sogenannten Führerstand in Betracht gezogen, nachdem sämtliche Einbauversuche an anderen Stellen irgendwo an den Lokomotiven alle nicht sehr vorteilhaft waren. Also, am Führerstand ziemlich weit unteres Drittel. Dort ist noch etwas Platz. Der Motor stört nicht, weil er kommt nicht in diesen Bereich herein. Eines noch vorweg. Ich musste feststellen, es war nie so wichtig gewesen, alles zu isolieren. Also sämtliche Kabel, sämtliche Kontakte, die irgendwie miteinander eine Verbindung erzielen können. Also macht euch wirklich, falls ihr das nachbauen möchtet, ich zeige nachher auch noch einmal ein Bild dazu, macht wirklich alles hundertprozentig sicher, isoliert, was das Zeug hält. Allerdings nicht so, dass der Decoder nicht mehr atmen kann. Dann ist es wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis dieser dann irgendwann stirbt. Aber trotzdem gesunde Isolierung erhalten euren Decoder am Leben. So, ich musste ja dann irgendwie auch noch einen Lautsprecher einbauen. Dazu habe ich mich erstmal wieder dem Gewicht gewidmet, habe dieses ebenfalls entsprechend abgeändert, sodass am vorderen Teil hier etwas, ja doch, wenn man genau hinsieht, kann man es erkennen, ebenfalls ein doppelseitiges Klebeband wieder aufgebracht werden konnte. Und dort habe ich dann den Lautsprecher von der Firma ESUR 50326, das ist dieser quadratische Lautsprecher, 14 mal 12 mm bei 1 bis 2 Watt und 8 Ohm befestigt. Schauen wir mal hier auf dieses Bild. Man sieht also in der rechten Seite ziemlich weit rechts wiederum die Platine für die jeweilige Lichtausführung, entweder Spitzenlicht oder beziehungsweise Schlusslicht, wiederum isoliert, damit es nicht gegen das Metall gegendrückt, an diese Leiterplatte wiederum isoliert das abgeänderte Gewicht und an das Gewicht den Lautsprecher geklebt. Da die Lok ja wieder vollkommen umgebaut werden sollte, kam also auch wieder der Einsatz einer Führerstandsbeleuchtung in Betracht. Dazu wieder meine Leiterplatten, diese Leiterplatten bestückt und danach dann im Gehäuse am Dach befestigt. Danach kam die Lok dann auf die Schiene und ich habe dann erstmal die Funktionsproben vorgenommen. Da bin ich dann eigentlich auf ein Problem gestoßen. Und zwar konnte ich durch die CV60 die Helligkeit herunternehmen. Sie ist ja original, wenn man ausliest, auf den höchsten Wert eingestellt, also 255. Ich habe diese dann abgesenkt bis auf den Wert 35, was so ungefähr die
Helligkeit dann gewesen wäre. Allerdings hatte ich eine pulsierende Lichtausbeute oder besser gesagt ein leichtes Flackern. Ich konnte einstellen, was ich wollte. Oberhalb von 120 ging es so halberwegs, war allerdings immer noch etwas sichtbar. Bei 150 flackerte es nicht mehr, aber wie gesagt, ich bin da nicht Herr der Lage geworden. Was tun? Ich habe daraufhin in die Leitung der jeweiligen Lichtplatinen folgende Änderungen vorgenommen. Und zwar für die weißen LEDs habe ich 1 Kilo SMD-Widerstände eingesetzt und für die roten 12 Kilo. Danach habe ich dann die CV60 wiederum auf den Wert 50 eingestellt und das Flackern, das Pulsieren war auf jeden Fall weg. Das zeige ich dann im darauf folgenden Schlussvideo dann noch einmal, wie es von den Lichtverhältnissen her bei mir hier ausgesehen hat. So, dann kam das Schlimmste. Ach so, die SMD-Widerstände befinden sich hier auf der linken Seite neben dem Führerstand unter der Isolierung. Ja, also dort habe ich die Widerstände versteckt, sagen wir es mal so. Dann kam, da möchte ich mal nochmal drauf eingehen, ein Modelleisenbahner hatte das angemerkt gehabt, was Kabel Ordnen betrifft. Ich hatte in den zurückliegenden Videos nie darauf hingewiesen, nur mündlicherseits, aber nicht durch Bilder, möchte das hier abändern. Ich habe natürlich dann immer alle Lokomotiven auch im Nachhinein wieder etwas beräumt, also die Kabel vernünftig verlegt, befestigt, habe hier auch bei dieser Lokomotive besondere Sorgfalt an den Tag gelegt, und zwar habe ich doppelseitiges Klebeband genommen, weil das wirklich sehr stark haftet. Teppichklebeband wohlgemerkt. Falls irgendwelche drehenden Antriebsteile gegendrücken, nicht da in Mitleidenschaft gezogen werden und eventuell ein Fehlverhalten der Lokomotive an den Tag gelegt wird, habe ich diese dann noch einmal mit ganz einfachen Klebestreifen überklebt, sodass es eine abweisende Oberfläche gab. Als abschließenden Arbeitsschritt habe ich dann die dritte Stirnlampe vorsichtig aufgebohrt, habe dort einen Lichtleiter eingesetzt. Wer einen Lichtleiter nicht hat, kann natürlich auch, falls er das vorrätig hat, Mikrocrystal Clear nehmen. Ebenfalls sehr zu empfehlen mit einer sehr, sehr transparenten Aushärtung. Also da bleiben euch alle Möglichkeiten offen. Zu guter Letzt das Gehäuse vorsichtig wieder aufgesetzt, die Haltenasen eingeklipst und damit war das Werk vollbracht. Dann kommen wir mal zum Funktionscheck. Wir haben die Taste F0. Das wäre Licht vorwärts und Licht rückwärts. Vorwärts und Licht rückwärts. Die Taste F1. Das Rangierlicht. Weiße Beleuchtung vorwärts, weiße Beleuchtung rückwärts. F10 habe ich die Führerstandsbeleuchtung hochgelegt. Die Funktionstaste F2. Das Horn kurz. F3 Horn lang. F4 der Schaffner Pfiff.
F6 wäre, nein, halt F5 fehlt. F5 wäre die Glocke. F6 der Rangiergang. F7 Kurvenquietschen. F8 Motorgeräusch. Dieselmotor, Sound ein und aus. F9 wäre dann die Muting-Schaltung. Dann F11 das Abkuppeln und das Ankuppeln. F13 die Ansage am Bahnsteig. F12 der Kompressor. F14 Lautstärke plus, F15 Lautstärke minus. So, dann lassen wir noch ein ganz kleines kurzes Stückchen rangieren. Natürlich mit Motorgeräusch. So, liebe Freunde der Modelleisenbahn, das war also mein Video zum Umbau der BTTB Lokomotive Baureihe 211 von analog auf digital inklusive Motorwechsel, Soundeinbau etc. Achso, natürlich das Licht nicht zu vergessen und die Führerstandsbeleuchtung. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut. Tschüss, sagt DS Mova TT.